Warum soll ich das trinken? Damit ich besser moderiere? Noch besser? Österreich droht im Dopingspiegel auf den zweiten Platz abzurutschen, denn erneut wurden Olympioniken der Einnahme unerlaubter Substanzen überführt. Diesmal erfolgte das Doping allerdings nicht mit Eigenblut, sondern mit Fremdeiern. Die russische Delegation wird nämlich beschuldigt, trotz eines weltweiten Exportverbots schwarzen Kaviar nach Italien eingeführt zu haben. Bis zu 100 Kilogramm der Fischeier wurden demnach auf Partys im russischen Haus verzehrt. Weitere 100 Kilo fand man im ganzen Haus verteilt in Pfeffermühlen. Ach Mensch, Russland, das muss doch nicht sein. Man kann doch auch so schön ohne Kaviar feiern. Zum Beispiel mit dem Home Pub, dem ersten Kühlschrank mit integrierter Bierzapfanlage. Dank des gut gekühlten 5-Liter-Fässchens im Innenraum können Sie sich jederzeit problemlos ein frisches Pilz zapfen. Und das geht morgens auch viel schneller als Kaffee machen. Ja, und die Zeit, bis die Fässchen leer und Sie voll sind, können Sie sogar kreativ nutzen, indem Sie Bierdeckel bemalen. Und mit ein bisschen Glück schaffen Sie es vielleicht sogar in die Online-Galerie von I Love Beer Mats. Für dieses Projekt haben nämlich Künstler aus aller Welt Bierdeckel bemalt. Und die können Sie bei marsbar.net bewundern. Reingucken lohnt sich wirklich. Denn die meisten davon wurden offenbar sogar nüchtern bemalt. Gut, außer vielleicht die hier. Übrigens, das mit dem Fässchen leer trinken war nur ein Spaß. Ist ja noch kein Karneval. Ja, ich meine, sonst haben Sie nachher schon am frühen Morgen Halluzinationen und sehen sowas hier zum Beispiel. Uiuiuiui, ich glaube, der Künstler kennt den Homepub schon. Falls Sie mit Ihrer Kamera übrigens auch mal irgendwo richtig nah ranzoomen müssen, dann brauchen Sie natürlich ein vernünftiges Stativ. Und zwar eins mit weichen Knien, wie das Gorillapod zum Beispiel. Damit können Sie nämlich aus jeder Lage verwacklungsfreie Fotos schießen, behauptet jedenfalls der Hersteller. Aber selbst wenn nicht, ich meine, das Ding hat einen Pod im Namen, das müssen Sie einfach haben. Gut, zugegeben, sowas ist natürlich in erster Linie Spielerei. Und ja, ich weiß ja, wie kostbar Ihre Zeit ist. Sie haben ja recht. Also Schluss mit dem Kinderkram. Ich bin stolz, Ihnen heute vorstellen zu dürfen, das sinnvollste Produkt der Welt. Neko Nyanbo. Die künstliche Katzenkralle. Oder ganz genau, eine kleine mit Stoff bezogene Plastikkatzenpfote, die auf Knopfdruck künstliche Krallen ausfahren kann. Und ich meine, dafür sind die Anwendungsmöglichkeiten ja nun wirklich unendlich. Hier nur mal ein paar Inspirationen. Lassen Sie das selbst auf sich wirken. Da wäre jedes Wort zu viel. Ach, richtige Katzen sind Ihnen doch lieber? Ja, kann ich auch irgendwie verstehen, wie viel Freude die einem machen können. Gerade wenn man so, sag ich mal, 7 Stück davon hat und sich dann Kirchers Katzenklavier aus dem 17. Jahrhundert nachbaut. Das wurde damals erfunden, um einen italienischen Prinzen von seiner Depression zu befreien. Dafür brauchte man nur ein paar Katzen mit verschieden hohen Stimmen, ja, und ein paar lange Nägel. Hey, ich bin nur der Bote, ich hab's nicht erfunden und dem Prinz hat's geholfen. Okay, als kleine Wiedergutmachung jetzt eine richtig tolle Musikmaschine, nämlich die Music Animation Machine von Steven Malinowski. Die visualisiert die Tonhöhen und Längen von klassischen Musikstücken. Und sie zeigt vor allem, dass man auch ohne eingeölte Groupies faszinierende Musikvideos produzieren kann. Gut, und alle, die es musikalisch etwas härter mögen, die hören sich jetzt den Vorspann von Pedal to the Metal an. Dem heutigen Spieletipp von Thorsten. Spielen dürfen Sie es natürlich auch. Viel Spaß. Das war Ehrensenf, ich bin Katrin. So, allgemeine Dopingkontrolle, die Blutproben bitte. Tschüss.